Also, jetzt sind wir da. Willst du es immer noch durchziehen? Bin echt beeindruckt. Immerhin hast du erst in der Einfahrt gekniffen. Du kleines, feiges Huhn. Ich kneife ganz sicher nicht. Ich verstecke ihn in meiner Garage. Würdest du das für mich tun? Das wäre großartig. Bock, bock, bock. Wow, das ist mal eine Maschine. Ich finde deine besser. Wer ist das? Kennst du jemanden, der... Bex? Bex! Hey, Andyman! Hey, Leute, das ist meine Schwester! Was machst du denn hier? Was soll denn das heißen? Ich verpasse doch nicht deinen Geburtstag, obwohl ich die meisten Nein-Sag-Nichts doch verpasst habe. Das ist egal, du bist jetzt hier. Hi. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Cyrus. Ja, klar. Ist das deine Kiste? Oh, ja, na klar. Ich bin ein Vollgasgesetzloser. Meine Kiste küsst den Asphalt. Mehr Rockausdrücke kenne ich nicht. Und Buffy. Wow, du entwickelst dich zu einer echten Buffy. Ich bin eine echte Buffy. Und ich werde nur ungern mit einer fiktiven Vampirjägerin aus einer Fernsehserie aus dem letzten Jahrhundert verglichen. Obwohl ich sie vor kurzem das erste Mal gesehen habe und sie richtig gut fand. Weiß Mom, dass du hier bist? Ich wollte sie einfach überraschen. Oh, du weißt doch, sie hasst Überraschungen. Ja, also begleitest du mich? Klar. Erzählst du es ihr? Okay, komm. Sieh mal, wer zu meinem Geburtstag gekommen ist. Bex. Hallo, Dad. Was für eine wundervolle Überraschung. Ich freue mich so. Ich mich auch. Celia, sieh, wer da ist. Ich sehe es. Hallo, Mom. Rebecca, du siehst gut aus. Danke. Du auch? Und wie lange wirst du hier bleiben? Okay. Genug Höflichkeiten ausgetauscht, ha? Huh? Dad, kannst du Mom stützen, falls sie gleich in Ohnmacht fällt? Ich werde eine ganze Weile bleiben, weil ich nach Hause zurückkommen werde. Wirklich? Echt? Ja, wirklich, wenn das okay ist. Natürlich ist das okay, es ist auch dein Zuhause. Nur, dass dein Zimmer ein Büro-Heimfitnessstudio ist und wir deine 10 Ringe auf einem Flohmarkt verkauft haben. Wir haben ein Schlafsofa und du kannst so lange bleiben, wie du willst. Ich habe vor, einen Job zu suchen und eine Wohnung zu finden. Ich will mein Leben endlich auf die Reihe kriegen. Wieso jetzt? Ganz einfach. Ich will nicht, dass sie erwachsen wird, bevor ich es werde. Dafür ist es zu spät. Wow! Was für ein dramatischer Abgang, Mom. Du hast es immer noch drauf.